Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Jo, da steht Melissa und spielt gerade wunderschönst Gitarre am frühen Mittwochmorgen, während die Kinder dabei sind, sich für die Schule fertig zu machen. Und in die Schule zu gehen. Du bist noch Hausaufgaben. Nee, du gehst jetzt auch in die Schule. Lass die Hausaufgaben sausen. Pollux ist überhaupt nicht dazu gekommen, Hausaufgaben zu machen. Sein Spaß ist immer noch sehr gering. Er hat wegen Habbo der Ratte etwas schlecht geschlafen. Also denke ich mal, dass es daran lag, dass es Doc gestört hat, wenn sie in ihrem Rad darum gerast ist. Deswegen haben wir sie jetzt ausquartiert. Jetzt steht sie hier im Flur. Das ist auch ein hübscher Platz für die kleine Maus. Also zumindest Servo hat es direkt gut gefunden, hat sich noch drum gekümmert. Volker wurde wieder befördert. Er ist ja, obwohl er eigentlich hundemüde war und schlafen gehen wollte abends, ist er doch noch in die Arbeit geflogen. Ja, und hat sein Dienstfest versehen und ist auch direkt wieder zum Bankräuber befördert worden. Muss heute auch schon wieder um 15 Uhr starten und ich weiß nicht, der Arme tut mir einfach nur noch leid. Der hängt sich hier voll rein mit allem. Ja, Servo ist gerade auch aufgewacht, lädt sich gerade auf und wird dann tun, was er tun möchte, muss, wie auch immer. Jo, und sie macht hier einfach Musik. Ist auch schön, ne? Ja, wie sieht's denn bei euch aus? 10 Tage noch, okay. Dann geh du mal hier die Simoleons ernten und gießen. Das ist auch eine schöne Sache. Damit Moonlight bitte auch jetzt schlafen kann. Genau, die legt sich nämlich gerade da hin und möchte auch mal endlich Ruhe haben. Nachdem das ja unten nicht möglich war. Oh Gott, ich weiß auch nicht. Was mache ich denn jetzt mit unserer Süßen hier? Die möchte einen Kochwettbewerb gewinnen. Die möchte angeln gehen. Essen servieren, irgendwelche Wölfe sehen und keine Ahnung. Warte mal, ich habe da so eine Idee. Obwohl das jetzt natürlich blöd ist. Aber ich will mal was nachgucken. Du müsstest auch mal ein bisschen telefonieren. Hier, Michaela könntest du mal einladen und ihr sagen, was aus Volker geworden ist. Die fällt bald vom Glauben ab, ey. Wen haben wir denn da, Hans Treiber? Ja, wir müssen uns auch vor allem hier hinten um die Leute mal wieder kümmern. Gut, das machst du aber bitte unten, damit Moonlight, wie gesagt, hier ihre Ruhe hat. Dann telefonier doch mal ein bisschen. Weil wenn man daheim ist und gerade irgendwie nichts Besseres zu tun hat, dann kann man ja mal ein paar Anrufe tätigen, ne? Ja, finde ich ganz interessant. Isabel hatten wir ja gerade erst eingeladen, insofern alles gut. Du kommst auch nach unten, jawohl, sehr schön. So, die Kinder sind alle weg. Moonlight schläft. Volker schläft. Und Servo macht den Fernseher aus oder guckst du fern? Was machst du? Machst du aus. Okay. Gut, ist in Ordnung. Was kann ich dir denn noch Gutes tun, Mensch? Ich habe überhaupt keinen Plan. Wir müssen mal da hinten echt mit den ganzen Leuten quatschen. Hast du denn irgendwen, mit dem du mal quatschen müsstest? Oh Gott, er kennt zwar Leute, aber so richtig gut. Hey, den da vielleicht, den Gebhard Quiek. Was Name? Ach nee, du willst lieber zocken, okay. Aber den müsstest du dann auch mal kontaktieren. Wäre ja auch mal eine Idee. Und hier den, Anton Seifert. Wer ist das denn nochmal gewesen? Ich habe keinen Plan mehr. Ich habe überhaupt gar keinen Plan mehr hier von den Leuten. Naja, du hast momentan auch nicht so die Wünsche, ne? Und du musst auch nicht arbeiten heute. Ihr habt alle frei, bis auf Volker. Volker reißt sich hier die Beine aus, sozusagen. Das ist echt schlimm. Der kann einem wirklich leid tun. Der Arme. Jo, dann telefonier da mal. Und du willst auch Sims spielen? Ja, Sims spielen ist genial, ne? Das ist zwar Sims 3, wo ich ja die Grafik leider nicht so schön fand. Finde. Aber ja, dann spiel du da mal ein bisschen. So, was haben wir denn da wieder für Infos? Anna verliert etwas Begeisterung für Kunst und Handarbeit. Wenn das Hobby weiterhin Spaß machen soll, muss sie mehr dafür tun. Und Alex verliert Begeisterung für Bastelarbeit. Nee, nee, da tun wir wieder was. Gar kein Thema, überhaupt kein Problem. So, ja, genau. Räum mal. Also, das ist ja auch eine Art, ne? Hausarbeiten machen und erstmal das Ding wieder mitten in den Weg legen. Ja, toll. Machst du das. Aha. Ja, räum mal auf. Mach mal alles sauber.
Hier ist ja Gott sei Dank gerade alles sauber. Wie sieht's aus mit dem Fressen von Moonlight? Oh, gucke mal. Kannst du mal loben für Tierfutter fressen. Dann darfst du sie lieb haben oder auch nicht. So, und den wollten wir noch anrufen. Genau. Auch mal plaudern. Ja, es sind viele Leute auch tagsüber erreichbar, merke ich gerade. Liebhaben, streicheln. Liebhaben, knuddeln. Ja, das machst du ganz toll, meine Süße. Ganz prima machst du das. Und liebhaben wir dich auch. So ist das. Hast du irgendwie Müll? Nee, Müll ist nichts da. Was kann ich denn mit dir sonst noch tun? Ich weiß gerade nichts. Musst du dich selber kümmern. Das mach einfach mal. So, und du, wie sieht's bei dir aus? Du willst auch nur so Zeug, was ich dir gerade nicht erfüllen kann. Über Hobbys reden, ja, könnte man. Oder du rufst erst nochmal die anderen an, die ich dir da jetzt nicht eingegeben hatte. Komm, telefonier einfach mal heute ein bisschen. Heute ist der Tag des Telefonierens. Melissa telefoniert sich die Seele aus dem Leib. Oder telefoniert den Draht heiß. Welche hat's denn jetzt angerufen? Oh Gott, ich habe jetzt keinen Plan mehr. Welche hatten denn? Ich gehe mal, ja, ruf die einfach noch an. Ist ja egal, wenn du jetzt zweimal mit der plauderst. Auch kein Thema, ne? Genau. Auch er macht auch direkt wieder sauber. Das ist lieb. Was willst du da? Schmusen. Nee, komm doch mal jetzt. Dann füll den doch bitte auch auf. Und dann schmus mit ihr. Oder so. Wo bist du denn? Kommt er wieder runtergedackelt. Ja gut. Lass Moonlight in Ruhe. Moonlight geht zu Volker. Guckt mal. Ach, wie süß. Ja. Da wird Volker bewacht. Ach ja, da kann man auch gut schlafen, ne? Neben so einem Schnarchreini? Ich weiß ja nicht. Volker schnarcht der lieben Moonlight ins Ohr. So, den musst du auf jeden Fall auch noch anrufen. Ich glaube, den hatten wir eben nicht dabei. Oder? Oh Gott, ich bin... Nee, okay, warte. Melissa, wo bist du? Hast du noch einen zum Anrufen? Ja. Gut, mit dem hatten wir eben, glaube ich, schon gesprochen. Dann ruf sie hier noch an. Eieieiei. Die ist auch nicht daheim. Ja, dumm, komm, mach noch mal. Dann versuchen wir es noch bei Michaela. Jawohl, hey, wusste ich doch. Und dann haben wir eigentlich erstmal wieder alle durchtelefoniert, zumindest soweit. Das ist gut. So. Auf was wartest du? Junge, auf was wartest du? Oh, wenn los. Du willst jonglieren. Okay, jongliere ist auch in Ordnung, ja. Und Servo hat heute frei, genau. Und du willst ja mit irgendwem über Hobbys reden? Spiele? Ja, kannst du mal machen. So, und was macht er jetzt? Wahrscheinlich wieder die üblichen Sachen, die er immer macht. Hallo, hast du jetzt Herzchen im Kopf wegen Servo? Geht's noch? Du hast seinen Mann da. Also ich meine ja nur, ne? Volker liegt da unten und schläft. Du kannst doch jetzt nicht in Herzen an Servo denken. Ich meine, ich kann's ja verstehen. Der tut viel und macht alles und ist überhaupt genial, aber... geht ja mal irgendwie gar nicht, ne? So, könnt ihr euch mal unterhalten, Insiderwitz erzählen, kannst ihn auch mal bewundern, da sage ich auch nichts dagegen. Und vielleicht könnt ihr ja mal was zusammen spielen, irgendwie. So, wie wär's denn? Eine Kissenschlacht? Macht bestimmt auch Spaß. Ja. Mit welchen Kissen auch immer ihr hier herumhaut. Oh, und da ist wieder was, das kann repariert werden dann, okay? Und du wolltest du nicht Essen servieren oder so? Ich habe keinen Plan mehr. Ah ne, Paarberatung wolltest du doch lernen. Da hatten wir doch auch mit angefangen. Oh, Mist! Ernsthaft? Ist schon wieder so spät? Och, Volker. Wo ist Volker hin? Volker ist nicht im Bett. Nein, nein, nein. So,
Du kommst mal her, lernen. Du wolltest diese Paarberatung drauf haben. So, du gehst und reparierst bitte den Kleinen hier, den kleinen Vorgänger von dir. Erstmal reparieren, dann darfst du auch gerne eine Runde damit spielen. Dann gucken wir mal, wie es unserem Happo geht. Den kann man ja schon mal füttern vielleicht. Dann hättest du das auch gemacht. Und wo ist Volker? Volker, wo steckst du? Ah, der kümmert sich schon um seine Bedürfnisse. Wunderbar, das machst du ganz hervorragend. Ja, setz dich mal da rein. Pass auf, es heißt, es dampft zumindest so, als wäre es heiß, ne? Ja, Hunger hat er keinen. Er muss wirklich nur duschen, also baden und Toilette benutzen. Dann ist er fit für die Arbeit. Dann geht es ihm gut. Wie gesagt haben, tut er alles. Ja, was fehlt denn bei dir eigentlich noch? Ein bisschen Sauberkeit, ein bisschen Logik, ein Teil, zwei Mechanikpunkte und noch Kochen. Jo, gucken wir mal, ob wir dich auch noch irgendwann voll kriegen, ha? Ja, du bist jetzt da brav am Lernen. Das ist sehr lieb von dir. Nachher darfst du Hausaufgaben mit den Kindern machen. Und du reparierst schön. Ja, mach mal das Spielzeug wieder ganz. Sehr fein. So, und ich muss mal wieder einen Blick auf die Uhr werfen, weil sonst kriege ich wieder nichts mit. Ich habe immer Angst, neuerdings. Ah nee, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Zeit. Gut. Genau, dann spiel da mal schön. Wunderbar machst du das. So. Und du gehst noch auf Toilette. Ach, was der Art. Volker, du bist perfekt. Du weißt genau, was ich von dir will. Sehr schön machst du das. Und ihm ist warm jetzt. Ah nee, nicht mehr. Okay, gut. Dann kannst du noch mal Hände waschen, bitte. Weil, ne, du warst ja gerade auf Toilette. Und dann kannst du direkt losdüsen. Ach, guck. Da wartet schon dein Auto auf dich. Ja, fein. Dann toi, toi, toi. Gutes Gelingen. Nicht wieder so ein Mist wie das letzte Mal. Ich werde, wenn Fragen kommen, die völligst ignorieren. ja, würde ich gerne, aber es wäre dann ein bisschen witzlos, ne? Ach, nee. Ach du. Moonlight war doch hier, glaube ich, gerade am Schlafen, oder? Oder nicht? Ah ja, gut, okay. Unterhältst du Happo, hä? Sagst du, Happo braucht auch ein bisschen Musik? Ja, gut. Bitteschön, soll so sein. Haben wir denn eigentlich... Warte mal, da... da ist die Roboterfertigungsstation. Genau, hier haben wir den Zeichentisch. Den könnten wir auch mal... Und hier ist sogar noch ein Dings. Na gut, okay. Wollte ich ja nur mal wissen, wo der Kram ist. Also bei dir ist das Zeug gut. Dann klampft da mal weiter, ist in Ordnung. Wir spulen mal hier ein bisschen. Gott, den Kindern geht's so gar nicht gut. Wie geht's unserer Moonlight? Der geht es gut. Die hat Hunger. Ja gut, sie hat ja auch zu essen. Stimmt, die liegt ja noch im Bett vom Volker. Das ist gut. Das ist natürlich bestens so. Und was? Anna hat heute einen Schulfreund mitgebracht. Ach ja. Wen denn? Wer ist denn das? Hugo Gonzaga. Ach, das ist Hugo. Okay, zeig mal her, Anna. Wo bist du denn? Was machst du denn? Da ist sie. Wie sie lacht. Guck mal, wie sie lacht. Sie sieht richtig glücklich aus. So stelle ich mir Kinder nach der Schule vor. Ja, wohl kaum. Okay, dann geh mal. Wo bringst denn du jetzt deine Hausaufgaben hin? Sag bloß, weil du die oben noch liegen hast, legst du sie jetzt dahin, wo sie hingehören. Es wäre ja mal echt ein Witz. So, und Pollux hat auch jemanden mitgebracht. Ach du meine Güte, wen hast du mitgebracht? Die Tyson ist es doch. Nee, Heike Buchholz. Die kennen wir aber auch. Die ist, glaube ich, auch in der Gruppe beim Alex mit drin. Ja, cool. Ja, dann mach mal. Warte mal, wobei, ich will gucken, hast du schon hingelegt? Hast du? Ja, gut. Weil dann schnapp ich mir das gleich, weil die anderen scheinen mal ihre Hausaufgaben dahin zu tun, wo sie hingehören. Und dann nehme ich mir das doch gleich und pack es dir hier auf deinen Platz. Zack. Jo, und du wolltest nämlich PC spielen. Genau, das war's, was du haben wolltest. Den Wunsch darf ich dir auch direkt erfüllen. Du hast schön was gemacht. Darfst du jetzt auch mal Sims 3 spielen? Ist in Ordnung. So, und Pollux, wo ist Pollux? Der kommt hier heraus und dann müssen wir mal gucken, wer hier wen. Da kommt die Heike. Servo, du musst da mal weg, sonst kommt der Bub nicht raus.
Was macht ihr da? Ah, okay. Und da kommt er. Genau. So. Jetzt mal gucken. Was macht Anna gerade? Nee, nicht mit dem Ding spielen. Das bringt ja nun gar keinen Spaß. Passe mal auf. Du kannst hier mal auch spielen. Ihr spielt SX3. Mhm. Oh, fein. Manchmal ist Liebe einfach nicht genug. An diesem Punkt komme ich ins Spiel und helfe, die Flamme der Liebe wieder neu auflodern zu lassen. Cool. Also, du hast die Paarberatung gelernt. Ja, supi. Hatte gut gemacht. Und? Ist der Wunsch dann damit was? Ein Paar wieder vereinen. Ach, das ist der Wunsch gewesen. Na gut. Dann leg das mal bitte weg. Alle Bücher am besten. So, und du, Moment. Ach Gott, jetzt rufen wieder alle möglichen Leute an. Wo ist jetzt der Hugo hin? Moment mal. Ach Gott, ich sehe. Moment, ich muss erstmal hier alles weglöschen, weil man sieht ja nichts mehr, ne? Geh fort. Husch und husch und husch. Könnte mir denken, dass der hier auf den Spielplatz gerannt ist. In der Hoffnung, das gäbe hier was zu tun für ihn. Nein. Sehe ich aber nichts. Am Schwimmbecken ist er auch nicht. Ist er bei Alex drinne vielleicht? Ja. Komm mal her, Hugo. Ich habe dich mitgebracht. Das heißt, wir zwei spielen jetzt zusammen. Und Pollock sollte natürlich jetzt auch mit der Freundin da spielen. Wobei, er geht aber bitte erst nochmal hier Toilette benutzen und Hände waschen. Und ja. So lang kann sich Servo um die Dame kümmern oder auch nicht. Die hat keine Lust mehr. Ei, dann komm du doch mal her und kümmere dich mal um sie. Reden, plaudern. Was macht Servo da? Wer ist das schon wieder? Hallo. Servo, was machst du? Was tust du? Ah, die will da zugucken, oder was? Servo, hast du gerade nichts zu tun? Doch, du solltest doch auch mal wen anrufen. Da war doch was. Genau, ruf du auch mal ein paar Leute an. Ja, ne? Ich meine, du hast zwar hier immer volles Haus und alles, aber... Jo. Die zwei kriegen da hoffentlich gerade ihren Spaß. Und, ja, Pollux müssen wir gleich mal gucken. Genau, du rufst mal hier den an. Okay. Wieder einer, der keinen... Telefon hat, beziehungsweise nicht daheim ist, dann ruf ihn hier mal an, oder kennen wir den? Ne, den wolltest du anrufen, den da solltest du anrufen, das war's, genau. Den Herrn Quiek. Und Alex verfolgt die Kleine auf die Toilette. So, du bist hier, du kannst hier mal, beobachten. Komm runter. Schrei nicht so, ich höre dich. Ja, ist ja gut, dann geh runter, guck zu. Wie jetzt? Okay, dann geh Puppenhaus spielen. Das macht auf jeden Fall auch Spaß. Ziemlich schnell. Und dann kannst du ja die Heike fragen, ob die mit dir mitspielen will. Genau, das ist auch eine gute Sache. Oder auch nicht. Wer was ist hier wieder? Ach, Kühlschrank leer. Stimmt. Servo, danke, dass du mich aufmerksam machst. Warst du schon wieder fertig mit Telefonieren? Wieso leuchtest du so? Was war los? Habe ich irgendeinen Wunsch erfüllt, von dem ich gerade nichts weiß? Was ist denn los? Du, was hattest du nochmal für Wünsche? Er will sich immer noch einen MP3-Player kaufen. Ja, das sollten wir auch mal machen, endlich. Ja, komm, dann ruf doch mal den Lieferanten an. Das geht ja so nicht, dass wir nichts im Kühlschrank haben. Anruf, Lieferant da. So, dann mach das mal. Ruf den Lieferanten und weiter geht's. Kühlschrank leer, ja. So, die quatschen. Und er kann nicht dazu rufen, das ist ja blöd. Na, klappt das mit dem Spaß bekommen? Und erstmal wieder auffüllen. So, Dele. Zack. Hm? Ja. Sehr fein.
So, das läuft. Sie ist schon wieder spaßig. Ja, toll. Warte mal kurz dann. Kannst du jetzt mit deinem Freund, was willst du machen? Insiderwitz erzählen und auch Barberatung lernen und angeln gehen und was? Einen Fähigkeitenpunkt. Welchen hättest du denn gern? Kochen? Mechanik? Logik könntest. Ihr könntet doch mal Schach spielen, ihr zwei. Das ist doch eine super Sache. Das macht auch ein bisschen Spaß. So kann, also, sie ist da in dem Ding. Okay, also. Du mal hier hin. Alex macht wieder irgendwas. Mann, wie siehst du aus? Du siehst irgendwie, ich weiß nicht, Hugo, du siehst irgendwie lustig aus. Über Hobbys. Du wolltest einen Witz erzählen. Und dann, warte. Dann. Ach Gott, ich komme nicht hinterher. Üben. So, und Alex, du bist da irgendwie was am Machen. Keine Ahnung. Kann ich denn jetzt mit Pollux sie hochholen? Nee, ne? Verabschieden, unterhalten, spielen. Okay. Dann unterhalte sie doch mal. Ich meine, immerhin hast du sie eingeladen. Kannst ja mal mit ihr plaudern und über Hobbys quatschen, Bastelarbeiten. So, mach das mal. Und du musst auf Toilette. Da bist du ja genau richtig, wo du bist. So, einmal bitte und Hände waschen. Und hör mal auf, Schlammbader zu tanzen. Mann, geht's uns gut. So, was möchte sie? Was macht sie da überhaupt? Hallo, Mädel. Was tust du da? Einmal bitte Simoleons ernten und gießen. Und Servo hatte den Lieferanten angerufen und sollte den jetzt auch noch begrüßen. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon wieder durch mit dem Part. Ne? Aber den Lieferanten will ich mir noch nehmen. Ja, und da kommt die Meldung, dass wir in 2 Tagen Geburtstag haben. Ach, da ist es doch. Lieferantin, halt hier geblieben. Warum geht die jetzt? Wohin gehst du? Hallo, Mädel. Guck mal, Pollux rennt hinter dir her. Das ist, er wollte gerade mit dir reden und so. Das ist aber nicht nett. Völlig verletzt. Nee, 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 nee. Das macht Servo schon. Komm her, du. Hygienespaß. Okay, wir haben also in 2 Tagen Geburtstag. Das ist wunderbar. Heute ist Mittwoch hier im Spiel. Das heißt an einem Freitag, ne? Dann müssten die freitags Geburtstag haben und zu Teenagern werden. Leute, ich freue mich schon so drauf. Es wird Wahnsinn. Es wird echt Wahnsinn. So, für den Spaß muss er hier aber noch was machen. Das heißt, du guckst noch ein bisschen fern. Ja, du lässt jetzt mal bitte das sein. Servus soll sich um die Lieferung kümmern. So, Alex will auch Spaß haben. Und kann mal, ja, auch hier mitmachen, ne? Auch Fernsehen. So. So. Gut, Servo tut hoffentlich, was ich ihm gesagt habe. Und Anna, was ist mit Anna? Ja, Anna, genau. Sitzt du schon? Übst du schon? Noch nicht ganz. Okay. Ah, Gott, das ist immer hier so ein Hin und Her und hoch und runter. Hallo, hallo, hallo. Hey, bleib doch mal da, bleib doch da, bleib doch da. Jetzt geht der auch. Es ist 18 Uhr vorbei. Ja, wundert mich nicht. Okay. Ja, gut. Dann spielt Anna eben alleine. Ist ja auch egal. Vielleicht spielt Servo mit dir, oder? Warte mal, deine Mama könnte auch mitspielen. Komm. Die kann auch mal hier mitmachen. So. Wozu haben wir sie denn? Und du bringst den Kram rein. Oder warte mal. Noch besser, machen wir es doch so. Melissa, du kannst drin bleiben. Nee, nee, nee. Ist schon okay. Warte mal kurz. Wir haben Hunger und du wolltest irgendwann sowieso mal wieder Essen servieren. Essen servieren. Immer die Suppe. Chefsalat. Das wäre auch mal wieder was. Wann hatten wir das letzte Mal Chefsalat? So, du machst einen Salat. Du wolltest was machen? Spieleturnier gewinnen? Tanzwettbewerb gewinnen? Okay.
Ja, irgendwie müssten wir aber mit dir auch noch mal was machen. Ich weiß nicht. Musst du wieder was säubern? Ja, komm. Hier gibt's wieder Sachen zum Säubern und zum ordentlich machen. Da zum Beispiel auch. Dann mach das erstmal. So, Pollux und Anna können da mal ein bisschen spielen. Das ist in Ordnung. Ja. Und dann müssen wir irgendwie noch gucken, dass die Hausaufgaben auch noch machen. Oje, oje, oje. Ah ja, so ist das. Okay, und Melissa ist am Kochen, ne? Okay. Gut, und ich glaube, meine Zeit ist auch schon wieder vorbei. Glaube ich jetzt, aber wirklich. Juhu! Juhu, 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 schon wieder länger. Okay, das bedeutet, ich werde jetzt hier erstmal Pause drücken. Und verabschiede mich von euch, bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.